Hi, willkommen zurück bei Stray zur 11. Folge? Ich glaube, es ist die 11. Nein, es ist die 12. Ist ja auch egal. Ihr wisst es Bescheid. Willkommen zurück. Wir sind letztes stehen geblieben, als wir hier versucht haben, an diesen Drohnen vorbeizukommen. Und das hat nicht gut funktioniert. Ich wurde leider erwischt. Und ich versuche jetzt mein zweites Mal hier durchzukommen. Diesmal hoffentlich mit Erfolg. Die zwei sind einfach. So. Die bewegt sich nicht. Die bewegt sich. Bis hierhin. Ob ich mich hinter den zwei Säcken? Ha. Gucken wir hier weiter. Die. Oh, die bewegt sich. Aber hier ist zu, okay. Ich muss an der hier vorbei. Ah, das sieht doch gut aus. Edge a Badge. Und du? Bewegst dich wie? Gar nicht. Okay. Du musst dich aber bewegen, ich muss da lang. Oder so. Oh. Oh, man sollte nicht miauen. Miauen keine gute Idee. Na gut, wie heißt es so schön? Alle guten Dinge sind drei. Alle also wissen jetzt, wie wir durchkommen. So, die zwei, dann hier rechts. Rechts. Dann hier hin. Ne, nicht dahin. Dahin. Und schon sind wir da. Na? Clementine, ich bin da. Wo ist sie denn? Hallo? Auf Hinweistafel schauen. Keine Spur von Clementine. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detective spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Vier. B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen und dann sind da noch vier Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben, schau mal. Pflanze, Lavalampe, kleines UFO und Steine? Diese verschlüsselte Nachricht hat uns Clementine hinterlassen. Da ist die Lavalampe. Hast du etwas gefunden? Hm, ich sehe nichts. Bist du sicher? Gut, schauen wir uns mal um. Da ist auch eine Lavalampe. Hey. Hm, was für ein merkwürdiges Ding, in einer Wohnung zu haben. So sehen die Gefährten hier die Menschen? Ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Darauf steht, kommt in den.
Was war das? Ey. Das war Nummer 3, oder? Ja. Okay. Ich vermute mal, hier ist auch eine Lavalampe. Da ist schlafen. Da ist der Stein. Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Bingo, da ist eine Nachricht. Sie lautet Plazer. Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien in gasförmigem Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl, an das ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich können Gefährten gar nicht riechen, also frage ich mich, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Sie lautet, ich bin bei Plazer, kommt zu denen. Jetzt fehlt noch die Lavalampe. Glaube ich, oder? Nee. Ja, die Lavalampe fehlt noch. Hier ist eine. Oder Lavalampe in Anführungsstrichen. Da oben mit dem Herz. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet Nachtclub. Ich bin bei Plazer, kommt in den Nachtclub. Da, wo der Türsteher war, oder? Das ist es. Gut gemacht, Leutnant Katz. Jetzt lasst ihr uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Detektivmission abgeschlossen. Geh mal denselben Weg. Wobei, ich kann auch gleich von hier, oder? Und tschüss. Der war hier, glaube ich, oder? Irgendwo hier an der Straße. Hier. Ach, meine Jungs aus der Hut. Ja, hier ist cool. Das ist nicht für dich. Weg mit dir. Eine Bestechung. Okay, ich brauche einen anderen Weg. Oder lässt ihr mich rein? Ich hasse diesen Club. Er ist voller Angeber. Aber wenigstens gibt es dort keine Wächter. Wie komme ich da rein? Hä? Ah, das sieht doch gut aus. Komme ich da hoch? Oh, ist jetzt auch einer. Du weißt, dich suchen, es sei denn, du willst deine Beine mit etwas Schickerem ersetzen lassen, was du nicht willst, also hau ab. Da oben sitzt so ein Kollege. Hier scheine ich euch hier zu sein. Was geht mit ihm? Hallo, ich will mit dir reden. Jetzt. Tarschen, wie geht's dir heute? Ja, der gute Laune. Hä, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Hier, spring rein und hol dir was zu trinken. Was geht denn hier ab? Party!
Hey Geist, der Zugang zum VIP-Paggon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Und da will ich hin. Aber erstmal will ich noch hier rumgucken. Ja, ich bin vorbei. Ich habe extra bezahlt, um vom Türsteher die Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Er ist derjenige, der in seiner Freizeit die Hologramme programmiert. Hebel? Ah, verstehe. So komme ich da hoch. Ich will auscratchen. Lass mich scratchen. Oh, hier fehlt ein Hebel. Ich glaube, der muss weg. Hier fehlt auch eine Schallplatte, sehe ich gerade. Na gut. Dann einmal hoch, bitte. Aber nichts. Ah, ich muss hier hoch. Scheinbar brauche ich einen Hebel. Aber wo ist der Hebel? Ah ja, frech. Warum besitzt du dich, Kleines? Wer hat jetzt hier einen Hebel für mich? Er hier. Pah, dieser Club ist scheiße. Als ich versucht habe, in den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich, kannst du das glauben? Also habe ich diesen Hebel geklaut, nur so zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht und will auch nicht damit erwischt werden. Bring ich jetzt einen Drink her? Ah. Willst du was trinken? Gib mir mal was trinken. Oh, hier. Ja, bitteschön. Bitte sehr, wie versprochen. Einmal hoch, bitte. Firma dankt. Goldene Mitte. Nee. Aber mal unten.
gut aus, oder? Nee. Aber jetzt sieht's gut aus. Jetzt haut er ab. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so sehr über sie beschweren. Warum wohl? Die schießen scharf. Umwerfen. Hm. Wo ist der Kollege jetzt hin? Oh. Mampf. Ein Verräter. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Hier, habt ihr sie. Ey. Was soll das? Alcatraz-Trophäe. Ab ins Gefängnis. Ich bin im Gefängnis. Mein Rucksack ist weg. Ah, okay. Kluge Katze. Total ungewohnt, die Katze so nackt zu sehen. In Anführungsstrichen nackt. Ah, da hätte ich nicht durchgekonnt, okay. Gefängnis. Okay. Warum haben die eigentlich ein Gefängnis? Dem geht's nicht so gut. Kann ihm aber auch nicht helfen. Und nun, ne? Oh, Wächter. Oben oder unten lang? Ah, unten, der bewegt sich nicht. Er lebt anscheinend nicht mehr. Der hätte mich gar nicht erwischt. Nee, so weit geht er nicht. Ah, jetzt sind wir hinter der Drohne hier.
Bringt mir das jetzt was? Nicht wirklich. Hab's gesehen. Clementine. Ach ja, wir verstehen sie ja nicht mehr. Die Schlüssel. Ah, oh, das ist eine Scheibe. Wollte gerade sagen, spring da einfach durch. Physics Engine. Ah, da. Schlaue Katze. Und man kann nicht miauen. Wo ist B12? Ich sehe, du hast einen Plan. Das ist B12, wa? Ah. Wurde aber gut bewacht. Also scheint mir zu helfen, B12 zu retten. Ey, lauf doch nicht durch mich durch. Dadurch hüpfen ist nicht so klug. Oh, jawohl. Okay, interessant. Oh, was machst du? Da wollte ich gar nicht hin. Vielleicht doch. Wie komme ich jetzt da hin?
Ui. Verrückt. Ah. Jetzt kann ich mir schnappen. Oh, die sind in Alarmbereitschaft. Nicht cool. Ah, ey. Keiner da. Wie sie sich bewegt, ganz langsam. Oh, und zurück auch noch. Geh weg. Gut, dass sie in die andere Richtung gedreht hat. Rettungsmission erfolgreich. Der Rucksack wieder her. Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre, ganz allein. Aber du bist wegen mir zurückgekommen, ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind, aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Kannst du die Tür öffnen? Dort öffnen? Batterie haben wir auch noch. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit der jetzigen Folge von Stray. In der nächsten Folge sehen wir, wie es hier weitergeht mit Clementine und Stray. Und bis dahin, haut rein, euer Smoker.